Ich bin Bettina Holstein, wissenschaftliche Kollegreferentin des Max-Weber-Kollegs. Das Max-Weber-Kolleg ist ein Institut for Advanced Study und ein Graduiertenkolleg. Das heißt, Institute for Advanced Studies laden Fellows, das heißt in der Regel arrivierte Wissenschaftler, ein, um eine bestimmte Zeit an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Bei uns sind es Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler aus den Bereichen Soziologie, Religionswissenschaft, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Philosophie und Theologie. Sie arbeiten an dicken Büchern in der Regel und kommen für einen Zeitraum von 6 Monaten bis zu maximal 5 Jahren. Ein Graduiertenkolleg ist ein Ort, an dem Nachwuchswissenschaftler gemeinsam lernen und zusammen mit den arrivierteren Wissenschaftlern ihre Forschungsprojekte vorantreiben, in der Regel Promotionsvorhaben oder Habilitationsvorhaben. In der Regel haben Institute for Advanced Studies nur Fellows, das heißt arrivierte Wissenschaftler, die für eine bestimmte Zeit dort forschen. Häufig sind das interdisziplinär orientierte Institute for Advanced Studies, die aber nicht unbedingt einen gemeinsamen thematischen Zusammenhang haben. Am Max-Weber-Kolleg ist dies anders. Erstens, die Fellows arbeiten auch mit Nachwuchswissenschaftlern gemeinsam und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Fellows als auch die Nachwuchswissenschaftler davon enorm profitieren. Die Fellows vor allen Dingen dadurch, dass sie mit neuen Ideen konfrontiert werden und die Nachwuchswissenschaftler dadurch, dass sie von erfahrenen Wissenschaftlern, die zu den Spitzenforschern in ihrem Bereich gehören, betreut werden. Das zweite Spezifikum des Max-Weber-Kollegs ist ein Forschungsprogramm. Wir haben ein interdisziplinäres Weber'sches Forschungsprogramm. Das meint interdisziplinäre Sozialwissenschaft mit einer großen historischen Tiefe und einem Interesse für normative Fragen. Im Rahmen des Weber'schen Forschungsprogramms gibt es mehrere Schwerpunkte, die wechseln auch im Laufe der Zeit. Gegenwärtig beschäftigen wir uns mit der kulturvergleichenden Analyse von Weltbeziehungen, aber auch mit Fragen zur Religion und zur Innovation von Religion. Und darüber hinaus untersuchen wir auch Raum-Zeit-Verhältnisse, insbesondere unter der Berücksichtigung von Beschleunigung. Die Spezifika des Max-Weber-Kollegs kann man in 4 Stichpunkten beschreiben. Interdisziplinarität, das bezieht sich auf das Weber'sche Forschungsprogramm, Interkulturalität, weil wir versuchen, eine nicht-eurozentrische Perspektive auf die verschiedenen Forschungsfragen zu nehmen. Intergenerationalität, dies meint die Zusammenarbeit zwischen bereits erfahrenen Wissenschaftlern, Fellows und Nachwuchswissenschaftlern, also Kollegiaten. Und Intersektoralität, das ist ein neuer Bereich, den wir gegenwärtig entwickeln, wo es uns darum geht, sowohl Wissenschaft in die Gesellschaft zu transportieren, als auch aus den gesellschaftlich relevanten Fragestellungen Forschungsfragen zu entwickeln, also in einen Dialog mit der Gesellschaft zu treten. Das Max-Weber-Kolleg hat eine Kollegstruktur und das bedeutet, dass auf Augenhöhe unterschiedliche Wissenschaftler, Kollegiaten und Fellows miteinander kommunizieren. Wir arbeiten überwiegend an der Kritik von Texten und haben dabei den Vorteil, dass wir interdisziplinäre Perspektiven darauf werfen können. Das heißt, ein Ökonom gibt einen Kommentar an einen Religionswissenschaftler oder ein Soziologe kommentiert eine philosophische Frage. Und das hilft auch, ganz neue Perspektiven auf die eigene Forschungsfrage zu entwickeln und auch eigene Blindheiten zu überwinden. Ein ähnliches Phänomen haben wir für den Bereich der interkulturellen Vergleiche. Das hat ja schon Max Weber sehr wichtig gefunden, diese Interkulturalität auch in den Blick zu nehmen, also unterschiedliche Kulturen miteinander zu vergleichen, und zwar aus einer nicht-eurozentrischen Perspektive, die es tatsächlich ermöglicht, den Eigenwert einzelner kulturellen Perspektiven wertzuschätzen. Warum sollte man überhaupt ans Max-Weber-Kolleg kommen? Zum einen, wir finden hier für die Forschungsschwerpunkte, die am Max-Weber-Kolleg betrieben werden,
tatsächlich Spitzenwissenschaftler. Wir haben die Möglichkeit, Fellows einzuladen, die auf ihrem jeweiligen Fachgebiet zu den international anerkanntesten Wissenschaftlern gehören. Darüber hinaus haben wir eine spezifische Kultur entwickelt, die miteinander die Entwicklung von Forschungsprojekten ermöglicht. Wir versuchen, unseren Kollegiaten sehr viel Freiraum zu geben bei der Entwicklung eigener Forschungsideen, aber auch bei der Diskussion der Forschungsideen in eigenen Workshops, in Study Groups und so weiter. Wir haben eine Feedback-Kultur entwickelt, die es ermöglicht, dass Fellows nicht nur als Betreuer von Dissertationen agieren, sondern auch darüber hinaus im Rahmen einer kollektiven Betreuung sich an der Weiterentwicklung von Projekten beteiligen.